So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Ich strecke mich gerade. Es ist 14 Uhr, eigentlich muss ich mich nicht strecken. Ja, wir sind top aktuell. Folge 16 lädt gerade hoch. Das hier ist Folge 17. Also nehme ich schon mal die Folgen für morgen so gesehen auf. Ich komme deswegen noch nicht auf viele Kommentare eingehen. Der einzige, der immer wieder aufgetaucht ist, ist, dass Margaret uns bekannt sein sollte, also mir bekannt sein sollte, ich bin aber nur ein Dovi, ist nämlich eine der Überlebenden aus der Degassi-Crew von Subnautica 1. Ich habe gerade auch extra nochmal das Wiki durchgelesen, damit ich ein bisschen Plan wieder habe. Man hat in Subnautica 1 die ganze Zeit so Basen gefunden von so drei Leuten, die immer miteinander diskutiert haben, ob sie jetzt tiefer gehen und dass sie auch mit dem Virus infiziert sind und sowas. Und da war Margaret so gesehen dabei. Die war auf dem Schiff irgendwie so als Bodyguard angestellt, als Söldner. Und war dann halt auf dem Planeten mit denen gestrandet. Die anderen beiden sind auf jeden Fall gestorben. Aber sie hat scheinbar überlebt und ist jetzt irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Jahre Below Zero nach dem ersten Subnautica spielt. Aber es stand da, dass Margaret 10 Jahre vor dem ersten Subnautica schon auf dem Planeten abgestürzt ist. Also die ist irgendwie schon so 20 Jahre hier, gefühlt. Sagen wir so. Vielleicht weniger. 15, 12. Irgendwie so. Über 10 Jahre auf jeden Fall. Die hat ein nices Leben hier. Und hat nicht mal eine Base gebaut? Was macht ihr denn hier? Ich bin seit einer Woche hier. Weißt du, da hab ich schon so eine riesige Base. Hab's richtig gemütlich. Ich muss einfach ein bisschen erforschen gehen, die alte Dame. beim letzten Mal haben wir viele, viele Sachen gebaut und ich habe vor 2 Folgen ein Objekt gescannt, dieses Ausgrabungstool, und ihr seht, rechts am Rand haben wir etwas mit einem Ionenwürfel zu bauen. Das gucken wir uns nämlich jetzt an. Was haben wir da bekommen? Ich habe es nicht mitbekommen. Wir haben dort den Recyclotron freigeschaltet. Zerlegt Gegenstände in ihre Bestandteile. Heißt, da kann ich Sachen wieder auseinandercraften damit. Ist auch nicht teuer, aber ich weiß nicht, ob ich es überhaupt brauche. Ja, ansonsten würde ich eigentlich gerne wissen. Also, diese Erbauer-Artefakte sind scheinbar ultra wichtig, weil man dadurch Sachen freischaltet, ne, zum Craften. Ich würde gerne wissen. Ach, da ist jetzt. Das ist ja das Abteil, ne? Das ist mein Lagerabteil. Kann ich da reingehen? Ja. Kann man hier drin Sachen bauen? Das wäre ja komplett dumm eigentlich, wenn das geht. Deswegen wollte ich einfach nur mal. Ja, es leuchtet gelb. Ich glaube, das heißt so: Don't bau hier. Ja, gibt Sinn. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu krank. Aber ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir vielleicht ein zweites sogar davon baue. Ja, sehr viele Überlegungen, sehr viele Ideen. Wir bauen einen Krebs, würde ich sagen. Fangen wir damit an. Das Material dafür sollten wir alles da haben. Ich sage jedes Mal, ich mache eine Sammeltour und dann mache ich nie eine. Das ist einfach alles perfekt hier. So, wir brauchen ein Place, oder einen Stahl auf jeden Fall. Das ist gut, haben wir. Dann brauchen wir ein bisschen Lithium, dann brauchen wir Blei, haben wir dabei. Ja, schauen wir mal, was wir hinkriegen. Ich brauche einen Titan, nee, wir brauchen Plastahl sogar tatsächlich. Wir brauchen die da. So. Ja, irgendwie komisch, dass voll viele Kommentare meinten, man craftet mit Shift halt schneller, aber es bleibt nur am Ende des Menü offen. Das ist mir ja voll egal, das geht ja eh danach auf. Schade eigentlich, aber ja. Und ein emailliertes Glas. Dafür brauchen wir ein Glas. 2 Quarks. So, da wird's hergestellt. Dann haben wir das alles und dann können wir uns den Krebs da oben bauen. Wir haben zwar noch nicht die Dockstation dafür, aber egal. Eins nach dem anderen. Fällt ja einfach straight da runter in die Schlucht. Eventuell. Warum kann man die aufheben? Schieben sie mal darüber. Mir ist sonst noch aufgefallen beim Schneiden der Folge, dass ich diese Pilze da konnte ich auch mit Linksklick einfach ernten. Also ich hätte die gar nicht anbauen müssen. Warum ist das Verhältnis überhaupt 1 zu 1? Oder kriege ich mehr Samen daraus, wenn ich einen abbaue? Ah, ich kriege mehr Samen daraus. Okay. Ich brauche ja 3 Stück. Am Ende. Okay, jetzt ergibt es Sinn. Ich habe mich gewundert, warum ich 3 Samen hatte aus 3 Pilzen. Aber man kann die einfach mit Linksklick aufheben. Ich bin einfach dumm. Das wollte ich gerade kurz mal gesagt haben. So, aber jetzt bauen wir einen Krebs. Ach, so viel Fortschritt. Ein bisschen doof, dass wir jetzt gerade hier so viel am Craften sind und alles, aber egal. Krebs kennen wir auch aus dem Original Subnautica, deswegen ist der nicht so interessant für mich gerade.
Aber wir brauchen noch auf jeden Fall jetzt die Krebsarme und das Krebsfrachtmodul. Ein paar sogar wahrscheinlich. Ja, wir haben noch 2, 3 Sachen am Rand, die wir craften können. Ist doch schön. Aber 1000 Sachen, die wir craften müssen. Aber ist doch schön. Ist doch irgendwo cool, dass wir was zu tun haben. Brauchen wir auf jeden Fall 2-mal Tarnbarren. Ich habe auch überlegt, ich werde... ich sag's ja immer, eine Baufolge, also, ne, nicht eine Baufolge machen, einfach so zwischen den Folgen werde ich einmal diesen riesigen Raum bauen. Wir haben ja so einen großen viereckigen Raum und den werde ich benutzen. Scheinbar kommst du hin. Hier hin. This hybrid technology allows for the recycling of natural resource components without rinsing and sorting them into bins first. Ja, also wir kriegen auf jeden Fall von jedem von diesen Dingern immer ein neues Rezept, was irgendwas Alien-Technologie-mäßiges ist, was halt echt cool ist. Und so kann ich die Sachen wieder zu ihren Grundteilen zerlegen. Ja, wenn ich irgendwas doppelt finde oder so, praktisch. Ja, ich will einen Lagerraum auf jeden Fall bauen. Einen großen viereckigen Lagerraum und den zeige ich euch dann, wenn er fertig ist und gut ist. Wollten eh mehrere Leute den viereckigen Raum sehen. Also warum nicht? So, wo ist mein Krebs? Ah, da fällt er gerade. Einsteigen. Welcome aboard, Captain. Oh. Hallo, Krebs. Geschwindigkeitsschub, Shift. Senkrechtschub, Leertaste, aussteigen. Hat das so ein bisschen... Ach stimmt, der hat ja so ein bisschen so ein Gravitationsfeld, ne? Ich wollte ihn gerade da drin parken, und dann ist mir aufgefallen, da ist kein Platz. Ah ja, wir haben jetzt den Mech... Der kann boxen. Aber wir können die Arme auch austauschen gegen andere. Und wir haben ja hier 4 Erweiterungsmodule und da Plätze für die Hände. Also sehr viel Platz haben wir da. Aber müssen wir alles erstmal craften. So, unsere Einkaufsliste ist auf jeden Fall schon gesunken. Wir brauchen 2 Kabelsätze. Ich glaube, ich muss... Habe ich meinen Scanraum eigentlich schon wieder hier dran gebaut? Nee, den machen wir als erstes. Ich brauche hier die Sachen. So, da haben wir wieder unser Baby. Ach, ein anderer Kommentar meinte auch noch was Interessantes, dass ich, wenn ich ein Magnetit scanne, dass ich es dann erst in dem Suchding eingeben darf. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir werfen einfach mal draußen Magnetit raus und ich scanne es. So, Datenbankeintrag freigeschaltet. Unverzichtbar in der fortgeschrittenen Fabrikation. Ja. Unverzichtbar kann ich nachvollziehen. Ich möchte übrigens nochmal meckern auch beim... Einfach wegen dem Ding, was ich googeln musste, das Abteil jetzt, ne? Das Frachtabteil. Es hieß zwar, es wurde uns zwar gesagt, wie das Gebiet heißt, aber haben wir irgendwo den Namen von Gebieten eingetragen? Weiß man als Spieler, ohne zu googeln, welches Gebiet wie heißt? Ich glaube, auf F3 stehen die Biomnamen oder so da. Nee, sieht nicht richtig aus. Da! Hier stehen die Biome drin. Ganz klein oben, da steht LD-Biom Twisty Bridges Shallow. Da steht auch, welche Musik für welches Biom spielt und so. Aber woher soll man denn sonst herausfinden, in welchem Biom man ist? Ja, und Galenit gibt's hier auch. Ja, falls wir Blei brauchen und so. Also ist ein bisschen... Ich scanne einfach mal nach Fragmenten, weil dann kann ich die alle aufscannen und... Und das Titan da raussaugen. Genau. Weil wir brauchen jetzt ein bisschen Titan noch. So, was craften wir jetzt als nächstes von den Sachen, die da rechts gelistet sind? Die Arme finde ich jetzt nicht so wichtig. Also, sind schon wichtig natürlich. Wir brauchen 2-mal einen Kabelsatz. Wir brauchen 2-mal einen erweiterten Kabelsatz. Das ist teuer. Ich würde eigentlich nach Tischkorallen scannen wollen, weil die leer sind. Na gut, Leute, dann gibt es hier einen Cut. Ich sammle Material. Ja, ich glaube, ich kann es nicht länger aufschieben. Jo, sehen uns gleich wieder. Ich lasse die Aufnahme mal laufen, vorsichtshalber. Ich hole endlich mal den Vorrat von hier. Guck mal, wir hätten hier sogar 4 Blei noch gehabt. Ich habe hier nie reingeguckt. Wir haben sogar noch ein Ei hier. Ihr habt das auch gesehen, oder? Die sind gerade einfach durch den Boden gefallen. Ups. Ja, kacke. Ja, eigentlich kann man die scheinbar anbauen, wenn man die einmal ab... Ah, ich kann den auch so anbauen. Und dann kann ich ihn hier hauen. Ja. Das hat mir ein Kommentar geschrieben. Hallo? Ich wollte das Menü haben. Danke. Genau. Jetzt kann ich hier Gelsäcke auch anbauen. Kann ich die auch vermehren. Praktisch. Ich teste mal das Gerät hier, weil wir haben diese Kiste. Kann ich die zerschrotten? Q.
Cool. Wo geht's denn hier runter? Hallo? Oh! Ich hab was gefunden, Leute! Ich wollte eigentlich gerade Lithium sammeln, aber dann hat's hier... The artifact you found contains traces of information suggesting what has become of my people. Okay, ja, wenn du es haben willst. Der Bauer-Artefakt. Scan, scan, kriegen wir ein Rezept links. Aufpassen. Mineralextraktor. Nee, so heißt das Gerät. Okay. Der Aufbau dieses Geräts und die internen Scans legen wahrscheinlich einen Einsatz bei der Verarbeitung und Extraktion von Mineralien aus dem Wasser nahe. Das Gerät ist so konstruiert, dass es Wasser in eine überhitzte Hauptkammer saugt. Während das Wasser kocht, wird Dampf mit Druck in einer separaten Kammer kondensiert, die das aufbereitete Wasser zurück ins Meer abgibt. Die zurückgebliebenen Mineralien werden in angeschlossenen Containermodulen gesammelt. Aktivierungs- und Steuerparameter bleiben unbekannt. Okay. Alan? Inwiefern hilft das uns weiter herauszufinden, was mit deinem Volk passiert ist? Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr. Oh, hier ist. Einfach drei Diamanten hier nebeneinander. Guter Ort. Oh, guck mal, ein Ei. Das sah creepy aus. Ab in die Base damit. Einfach direkt. Ich habe einfach meine Basis da drüber gebaut. Eine Basis, die keine Beine mehr hat. Ist hier überhaupt noch was drin? Nee, die ist aber leer. Ja, das Fabrikatorabteil wäre, glaube ich, echt doch ganz gut. Stell dir vor, das könnte ich einfach zu den Barren machen. Es stimmt, ich habe jetzt ein Ding, um die Barren wieder zurückzuverwandeln. Aus der Ultraplatz sparen für Titan. Das ist schön. Ich muss jetzt auch anders spielen. Ich muss jetzt immer so parken, wenn ich Erze holen will, weil... Ja, jetzt einfach hier. Oh, das Aussteigen und Einsteigen ist so viel schneller durch die Rückwärtsluke. Ist doch nicht so schlimm. Bis da mal fünf Wegen dran sind, dann ist es doch wieder nerviger. So. Ich habe zwei Plastahlbarren gemacht. Ultra teuer, dieser große Raum. Ultra groß, dieser große Raum. Theoretisch hier. Ja, warum nicht? So. Ja, da brauche ich, glaube ich, eine neue Luke langsam. So, da haben wir eine Luke dran. Check it out. Mein neuer Raum. Boah, ist riesig. Ja, hier ist Platz zum Lagern. Es gab solche Raumtrenner jetzt hier auch, ne? Ja, crazy. Da. Titan kann ich den Raum... Hallo? Fisch? Habe ich dich in meinen Raum reingebaut? Als ob ich noch keinen Eisglubscher gescannt habe. Okay, ja, ich kümmere mich um Raumbau und so, ne? Und die Raumtrenner machen sogar Höhlenstärke. So, ist der Raum gut? Nee, ist er nicht. Man kann keine zwei Stück übereinander hängen. Kackspiel. Ich glaube, ich habe ein, zwei Tischkorallen gefunden mit meinem Scan. Das Ei ist geschlüpft. Das ist so ein Torpedofisch. Cool. Aber von dem ein Ei gefunden. Greifst du mich an? Nein, Eisschütze. Aber ich habe noch das andere Ei. Legen wir es auch hier rein. Bin gespannt, was daraus schlüpft. Ich sehe ja da irgend so was Rundes schon drin liegen. Stimmt, dieser Schnapper. So. Und da sind jetzt... Ja, ich gehe mal ein bisschen von denen sammeln, ne? Die reichen erstmal, oder? Nö, ja, ja. Bestimmt. So, Leute. Ihr habt es ja noch nicht gesehen. Aber ich habe jetzt eine Stunde an einem Raum gebaut und sortiert. Und da ich meine Tischkorallen einsortieren muss, dürft ihr live dabei sein. Warte mal, ich leg mal kurz ein Geiselkörbchen hier weg und dann tue ich das mal raus. So, jetzt sehen wir auch das Spiel wieder. Tada! Der große Raum. Ich glaube, das habe ich euch noch gezeigt, wie ich den gebaut habe. Aber, tada! Schränke und Ordnung. Hier ist sogar noch ein bisschen Platz in der Ecke. Hier haben wir Titan und Quarz. Schränke direkt, große. Und sonst habe ich diese Wandschränke hier überall aufgehängt. Kupfer, Silber, Gold, Diamant, Rubin, Blei, Lithium, Nickel, Schwefel, Magnetit, Uran, Salz, leer. Pflanzenzeug, Geiseldinger, Eck. Und jetzt brauchen wir hier noch einen neuen Spind. Beziehungsweise wir können Eck einfach umnennen, glaube ich. Uralle. So, dann können wir die hier reinballern.
Ah, ich habe sogar ein bisschen zu viele. Der Schrank ist sogar schon voll. Ups. Ja, aber das ist jetzt hier Ordnung. Hier kann man sich auch Chips kaufen. Lecker, 3 Nahrung, minus 2 Durst. Perfekt. Hier ist mein Kühlschrank mit den Früchten drin. Da habe ich einen Abfalleimer, kann man Sachen löschen. Oh, apropos löschen. Wie wäre es, wenn ich die einfach lösche? Hier, weg damit. Und die verschwinden da drin irgendwie mit der Zeit, glaube ich. Genau. Dann habe ich das Aquarium hier hochgestellt. Da habe ich meine Modifizierungsstation, falls ich hier was craften muss. Ja, und wir haben hier eine Tür. Und das ist der Rest von dem großen Raum. Der ist viel zu groß, da soll ich nicht alles reinmachen. Ah ja, hier habe ich noch den Möbelschrank. Da habe ich Essen über meinem Schreibtisch hingemacht. Da wächst auch ein Feuerschotenbaum, dass ich mich hier immer satt essen kann. Haben Batterieladestation, Fabrikator. Der Raum da unten ist übrigens jetzt ein bisschen traurig. Der hier, der ehemalige Raum. Hier ist halt nur noch das Bett drin und der Essenschrank, der eigentlich leer sein sollte. Ja, fast leer. Ich meine, Thermoskanne immer noch drin. Dann weg damit. Ja, ne, meine Bäume und mein Bett ist jetzt noch hier drin. Könnte ich theoretisch auch nach oben schieben und den Raum dann abreißen? Keine Ahnung. Aber ich mache jetzt noch Zeug und nehme gar nicht weiter auf. Wird morgen kein Video kommen? Doch. Krieg ich noch hin. Aber ich muss mich noch um andere Sachen kümmern. Und die will ich gerade machen, wie ich jetzt noch machen. So, kurz mal das Essen da rein und die Thermoskanne. Sehr schön. Ja. Base 2.0 ist gebaut. Da kann ich ja, keine Ahnung, was ich hier reinmache. Aber hier ist echt viel Platz noch. Also ich kann noch mehr Sachen lagern. Ich kann hier bei dem... Bei ihm hier sollte ich ein paar Kästen aufstellen und mit den Pflanzen, ne? Na, mal gucken. Und ich bin immer noch nicht fertig. Ich musste immer noch Lithium und sowas jetzt in Massen sammeln. Allerdings gibt es kein Lithium mehr bei mir. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn ich ein bisschen weiter Zeug gesammelt habe. Hallo, Leute. Ich habe übrigens... Ist es jetzt später? Ich habe Zeug erledigt. Ich kann weiter aufnehmen. Ich werde mein Magnetit verbrauchen und zweitens Aquariumabteil. Habe ich ultra viele Kommentare bekommen, habe ich vergessen bisher zu erwähnen. Ist trotzdem Trash hier, ist mir egal. Also, das saugt scheinbar die Fische auf, während man an denen vorbeifährt und dann kann man was essen. Aber ich bin Jäger. Wenn ich Hunger habe, gehe ich raus und jage mein Essen. Oder ich esse halt die Pflanzen, die erwachsen, ne? Ich komme schon klar. Da habe ich wenigstens ein bisschen was angefahren. Ansonsten habe ich 2 Kommentare jetzt schon gehabt, die mich darauf hinweisen wollen, dass bei Marguerite im Raum ich einen Gegenstand übersehen habe, der extrem wichtig sein könnte. Und das gucken wir nach. Ja, was möchte ich mit meinem Magnetit machen und den Reichweitenscanner auch noch hier installieren? Weil mir fehlt so ein bisschen Lithium und ich bin zu faul, woanders hinzugehen. Achso, Kommentare haben mir auch gespoilert, wo es noch, also was heißt gespoilert, gesagt, wo es Magnetit gibt. Ich habe halt 5 Folgen darüber geredet, es war zu erwarten, dass irgendwer in die Kommentare das reinschreiben wird. Aber ja, ich möchte, was möchte ich denn bauen? Ein Kupfererz. Der andere ist halt leider gerade unten bei Margaret, wo ich sowieso hin muss. Hm. Okay, wir gehen scheinbar zu Margarine. Ah ja, ich habe die Reichweite erhöht und wir können wieder hier nach Lithium scannen. Aber wir fahren jetzt nach Margaret, holen den zweiten Scanner direkt mit. Warum nicht? Und vorher nehmen wir den Krebs mit. Es ist richtig unnötig, den Krebs jetzt mitzunehmen. Wir nehmen nicht den Krebs mit, wir fahren einfach. Jetzt haben wir gehen deine Seebahn. So. Wir wollen da in die Richtung. Und dort dann in der Basis noch was scannen. Also sehen wir uns gleich da. Ach, da Folge 15 schon da ist. Wegen dem Scannerraum waren die Leute sich ziemlich unsicher. Manche meinten, er ist so ein bisschen buggy. Das passiert, dass er manchmal Sachen nicht erfasst. Jemand anderes meinte, der Raum war genau außerhalb der Reichweite, als er aufgestellt wurde. Deswegen wurde es mir nicht angezeigt. Also, ja. Ende des Tages wissen wir es noch nicht. Was mir auffällt, ich habe ein hinteres Abteil, was auch beschädigt werden kann. Au. Kannst du nicht? Wird es auch von Monstern attackiert? So Ablenkungsboje so ein bisschen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich es oft gegen irgendwas gegen crashen, weil umso länger der Truck wird, umso
schwerer wird es, glaube ich, für mich, das Ganze zu manövrieren. Ja, ich glaube, 3 Abteile sollte ich Maximum machen. Ich habe halt so dieses Bedürfnis, noch ein zweites Lagerabteil zu machen, dass ich halt alles mitnehmen kann. Aber ich glaube, ich sollte aufhören zu übertreiben. So. Ja, check aus. Dass du noch Strom hast, ich bin erstaunt. Erstmal essen. So. Ja, gib mal dein Reichweitenmodul her. Das brauchst du nicht mehr. Ja, jetzt sieht das Ding auch nicht mehr. Muss ich mal gucken. Gibt es hier irgendwas, was ich... Nickel gibt es hier, theoretisch. Ich markiere es mal und dann sammeln wir noch ein bisschen Nickel. Das habe ich im Schnitt gesehen, nämlich, dass hier Nickel war. Dass ich hier ein Nickel einfach aufgesammelt habe, ohne zu bemerken, dass ich Nickel aufgesammelt habe. Und ich habe keine Ahnung, wofür ich Nickel brauche. Aber das sollte ja eigentlich widerlegen, dass man es gescannt haben muss, damit man es finden kann, ne? Weil... Ja, ne? Ich kann ja schon danach scannen, ohne es gescannt zu haben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, es meint in den Kommentaren, man muss mit dem Scan-Gerät ein Erz erst gescannt haben, damit man es im Scannerraum suchen kann. So, es kann natürlich sein, dass ein Kommentar vorweggegriffen hat und es mir so gesehen gespoilert hat, falls es in dem Raum dahinter ist, wo ich noch nicht rein kann. Aber schauen wir mal. Vielleicht dachte er einfach nur, ich hab's raus. Also er hat so geschrieben, als hätte ich's schon. Ach, ich komme doch gar nicht mehr rein. Wollen wir dann Margaret besuchen bei ihrer 1000-Meter-Basis? Ja gut. Habe ich vergessen, dass ich da gar nicht mehr reingucken kann. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dann sammle ich jetzt erstmal Nickel. Und dann fahren wir zu Margaret. Also Nickel und Lithium hole ich ein bisschen und dann fahren wir zu Margaret, würde ich sagen. Ja. Das Nickelzeug ist ja alles hier schön in der Nähe. Das ist ja echt angenehm. Guck mal, ich traue mich hier rumzufahren. Ach nee, ich traue mich nicht hier rumzufahren. Ich fahre zurück. Das Einsteigen und Aussteigen ist so lang, wenn man einen Anhänger hat. Ich kann den Anhänger auch immer abstellen, ne? Lohnt es sich, den jetzt hier kurz abzukoppeln, während ich einfach rumfahren will und Zeug loote? Ja. Darf ich nur nicht vergessen. Aber schnelle Ein- und Aussteigen vermisse ich sonst schon echt sehr. Wenn man sich ein bisschen nach hinten neigt, teleportiert man sich aus dem Schiff raus, anstatt auszusteigen. Stimmt das? Ja! Lol. Okay, also immer das Schiff ein bisschen nach hinten neigen für instant Ein- und Aussteigen. Jetzt haben wir gelernt hier die Lifehacks. Also guckt. So. Und instant draußen. Haha! Die Speedrunner bestimmt wichtig, der Animation-Cancel-Trick hier. Bei mir lernt ihr noch was. Soll ich noch ein paar Rubine mitnehmen? Weiß nicht. Ein anderer Kommentar meinte zu mir, dass es das, den Wickelpilz dort gibt, wo ich gesagt habe, hier sieht's cool aus oder hier sieht's crazy aus, aber ich muss sagen, das habe ich, glaube ich, in jedem Gebiet gesagt, also Wickelpilz muss wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis er gefunden wird. Es kann auch sein, dass es hier unten nach dem Gebiet war. So viele Stellen. Oh Gottes Willen, ist da noch viel Nickelerz. Ich glaube, ich habe genügend. Ja, wir sind hier und dann gibt es den gesamten Tunnel hoch und dann den Tunnel runter noch Nickel. Okay. So, und jetzt nehmen wir unsere Bahn mit. Gelbe Seite ist die Anhängseite. Das ist die gelbe Seite dann. Zick. Ja, also keine Ahnung, ob ich da ein Item übersehen habe oder nicht, aber wir spielen einfach den Plot so weiter, dass wir das Item da holen dürfen. Aha, die Scan-Reichweite hat funktioniert. Mehr Lithium für uns. Geht das Instant Ein- und Aussteigen auch, wenn ich einen Anhänger habe und nach hinten geneigt bin? Weil eigentlich sollte ich ja dann nicht im Anhänger stehen können, oder? Wenn der so nach oben gerichtet ist. Da muss man gleich mal testen. So, also sagen wir einfach mal, ich gucke nach oben und will aussteigen. Ah ja, man teleportiert sich dann raus. Und das Schiff dreht sich ein bisschen. Okay, sagen wir mal, wir sind zum 45-Grad-Winkel. Aha, so können wir auch instant aussteigen. Trotz Frachtabteil. Jetzt haben wir gelernt hier die Tricks. Ja, da ist nur der. Und wenn der da ist, dann wird, wenn das Großes kommt, wird es erst ihn angreifen. Da hinten. Nee, ist er auch nicht. Mein größtes Lithium-Problem war eigentlich, dass ich den großen Raum gebaut habe, weil der 4 Lithium verbraucht hat.
Aber ihr wolltet den großen Raum sehen und ich auch irgendwo so ein bisschen. Aber er ist zu groß. Irgendwo wäre so ein offizieller Subnautica-Multiplayer immer noch echt lustig. Ich weiß, dass es Mods und sowas gibt, aber allzu offiziell wäre halt cool. Weil, keine Ahnung. Ich würde mehr Zeit mit Baseball, glaube ich, verbringen. So, mit so einem Koop-Spiel verbringt man gerne Zeit mit Baseball und so. Dann sagt, macht man so, ja, jetzt bauen wir erstmal eine Stunde an der Base und dann gehen wir nochmal auf Abenteuer. Man motiviert sich so ein bisschen gegenseitig, irgendwo hinzugehen und nochmal forschen zu gehen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich sollte in den Dock parken. Ich muss mit dem Krebser noch reinklettern und den auch lila färben. Und das Boot kurz mal reparieren mal wieder. Aha, endlich daheim. So. Oh, schön viel Lithium. Oh, Junge. Mal zwei drin und jetzt zack, 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 zack. Nice. Kann dir vielleicht hier eine Schranktour geben, wenn ihr wollt. Kupfer sieht so aus. Silber so. Gold ist ziemlich leer. Diamant haben wir ultra viele. Rubine haben wir nice. Blei. Lithium, Nickel. Schwefel ist okay. Magnetit, kritisch. Uran ist okay. Salz haben wir genug. Spind haben wir auch genug. Hier haben wir noch so ganze Gelsäcke und Höhlenknospen und so. Die kann man alle anpflanzen. Kann man die hier auch anpflanzen? Müsste man ja bestimmt, oder? Können wir ja mal testen kurz in unserem Außenbeet. Welches sehr praktisch ist. Kann man euch anpflanzen? Naja, kann ich nicht mit dem Messer dann auch ernten? Da kamen echt viele raus. Yep. Genau, kann ich dir so auch vermehren. Außenbeet ist halt krank. Deswegen bräuchte ich ja nur einen Wickelpilz. Dann könnte ich den auch anfangen anzupflanzen. Bestimmt da unten oder so. Muss ja irgendwo erreichbar sein. Für einen Anfänger. Man braucht den ja relativ früh. Wir haben ja noch keinen Anzug einfach haben auch. Ah! Ja, guck mal, es ist ein Mini-Bicy. Da. Ein Kryptosuchus in Mini. Ja, ist der süß. Die Gang. So, und dann tun wir hier das Reichweitenmodul rein. 400 Meter. Puh, Karte ist echt groß. Ja. Was kann ich hier so scannen? Irgendwas krasses? Oh, Diamanten kann man jetzt hier sogar schon scannen. Wie krass tief es hier runter geht, ne? Da ist meine Base. Und dann so schräg runter? 400 Meter auf jeden Fall. 500, 600. Da unten ist richtig viel. Über die Küste haben wir jetzt schon mit drauf. Ja, die ganzen Eisschollen. Boah, ist das weit. Habe ich gesagt, wo Magnetit ist? Bei Basis Vieh, hinter den Gebäuden. In der Wandspalte oder so kann man auch ein bisschen Magnetit rausziehen. Deswegen habe ich auch kein Problem gehabt, das zu verbrauchen. Ja, Leute, ich sag mal Tschüss, ne? Ich habe hier 2 Stunden Aufnahme. Wir sind zwar jetzt noch nicht bei Margarine gewesen, aber fahren wir scheinbar beim nächsten Mal hin. Und schau mal, dass wir das weitermachen, dass ich in ihr Haus wieder rein darf, falls ich da echt was übersehen habe, was wichtig ist. Ich sag euch noch nicht was. Weil das ist... Ja, wenn ich es schon weiß durch die Kommentare, müsst ihr es ja nicht auch wissen. Aber wenn 2 Kommentare mich darauf hinweisen, werde ich schon skeptisch, dass ich scheinbar was übersehen habe. Wie dunkel es hier ist. Ach, das ist mein Schlafabteil. Wo ist denn mein... Da. Ich wollte hier noch die Sachen mitnehmen. Ja, Werkzeug habe ich hier übrigens reingelagert. Pinguin mit Mineraldetektor, Laserschneider. Batterien habe ich hier auch dabei. Aber dann so ein bisschen was dabei ist. Genau, das hier wollte ich noch rausholen. Ja, Leute. Ja, haben wir einen großen Raum. Wir sind ein bisschen hin und her geschwommen, haben aber unseren Hauptscannerraum ein bisschen getuned. Und... haben jetzt wieder alles an Material. Ich sammle mal alles oben rechts zusammen. Die Rezepte kennen wir ja alle, sind wir schon durchgegangen. Ich kann euch auch noch mal kurz zeigen. Benzol ist einfach 2 von den Höhlensporen. Haben wir und ein Geiselkörbchen. Hier einmal genau 2 Stück. Kann ich auch herstellen hier. Ich glaube, die Höhlenrosen kann ich nicht anbauen. Nee, ich glaube nicht.
Da haben wir unser Benzol. Genau, und die Kabel, erweiterten Kabelsätze kennt ihr ja. Das ist ja ein Computerchip plus ein Kabelsatz, der aus zwei Silber besteht. Das andere Material haben wir alles. Ja, suche ich mal alles zusammen, dass das alles oben rechts fertig aufgelistet ist. Und dann suchen wir uns beim nächsten Mal. Was? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Subnautica. Genau, und dann fahren wir los. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann. Tschüssi.